Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, schlagen wir mal gemeinsam den aktuellen Verfassungsschutzbericht auf. Dort heißt es über Ihren neuen Fantasiephänomenbereich, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Als Beispiel hierfür kann das Vorgehen in Erscheinung getretener Personen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz genannt werden. Über ein reines Hilfsangebot hinaus wurde versucht, die angespannte Versorgungssituation vor Ort im Sinne einer Delegitimierung staatlicher Strukturen zu instrumentalisieren. Doch die, die wirklich unsere Demokratie und Staatsordnung verächtlich machen, waren nicht Deutsche, die Deutschen halfen. Es war eine CDU-Umweltministerin, Hein Esser, die sich auf Mallorca sonnte, während ihr Volk im Schlamm vor den Trümmern der eigenen Existenz stand. Es war eine grüne Umweltministerin Spiegel, die sich in Frankreich von den Strapazen ihrer eigenen Corona-Politik erholte. Es war ein WDR, der trotz Milliardenbudgets nicht das Volk warnte, sondern lieber die lange ARD-Popnacht spielte. Sie alle haben versagt und unserer Staatlichkeit dadurch schweren Schaden zugefügt. Sie alle hatten nicht den Anstand, wortlos und demütig für ihre Verantwortungslosigkeit zurückzutreten. Und nun wagen Sie als solidarischen Deutschen, die sich nicht nur als Helfer mit weißen Sneakern wie Helge Lind inszenierten, ihre Schlapphüte auf den Hals zu hetzen. Sie sollten sich wirklich schämen. Und bis heute übernehmen Sie keine Verantwortung für die Opfer der Flutdiebe. In NRW wurden 24 Städte von mehr als 140 Plünderern heimgesucht. Entschädigungen erhalten die Opfer der Flutdiebe nicht. Und warum nicht? Weil sich bei 90% der Tatverdächtigen handelte es sich um Ausländer und Migranten. Klau-Roma und andere migrantische Langfinger aus 24 Nationen nahmen den Opfern der Flutkatastrophe ihr letztes Hab und Gut. Und wenn Sie Bevölkerung zukünftig schützen wollen, dann schützen Sie vor migrantischen Klaubanden und der spätrömischen Dekadenz verantwortungsloser Ministerin. Vielen Dank.